Die Highlights vom letzten Spiel vor der Winterpause. Das Derby gegen den USV Eichgraben. In der ersten Hälfte gab es nur wenig zu sehen. Nach einer halben Stunde eine Hereingabe von Weidinger, aber Sagi Oliver vergibt aus einer aussichtsreichen Position. Die beste Chance der Gäste, Minute 35, aber Poddendorfer scheitert dann Tormann Klose. Die zweite Halbzeit begann nicht am Tennisplatz, sondern mit einem gefährlichen Torschuss von Spielmacher Weidinger. Erster Wechsel, 57. Unser eigentlicher Ersatztormann Nico Fiedler kommt zu seinem ersten Kampfmannschaftseinsatz. Und jetzt aufgepasst, keine drei Minuten später. Weidinger wieder mit dem Abschluss, Kutlo hält den Ball nicht fest und Nico Fiedler ist da zur Stelle. Was für ein Traumstart! Mit seinem zweiten Ballkontakt trifft er zum 1:0. Nach dem Tor drückte natürlich Eichgraben weiter nach vorne, aber unsere Abwehr ließ nicht zu. In der 81. das nächste Kampfmannschaftsdebüt. Stefan Winter kommt für Kilian Meyer. Und in der 88. noch ein Kampfmannschaftsdebüt. Matthias Lang kommt für Moritz Hofbauer. Eichgraben gelang keine Torschuss mehr und so gewinnen wir das letzte Herbstspiel mit 1:0. Ja Nico, erstes Spiel in der Kampfmannschaft, genau. Eintauscht worden, 1:0 geschossen. Wie fühlt sich das an, das erste Mal als eigentlich Ersatztormann? Also, es war echt toll, schönes Gefühl, vor allem beim Jubel dann, es war wirklich schön. Wo fühlst du dich jetzt wohl, Tormann-Position oder doch lieber Stürmer? Ja, jetzt gerade natürlich als Stürmer, aber ist schon was anderes im Tor, weil ich schon seit Kindheit im Tor bin. Weiß ich jetzt nicht genau, was ich dann machen möchte. Aber jetzt der wichtige Treffer gegen Eichgraben, gegen die starke Mannschaft, ist 1:0 geschossen. Wie viele Kistenbier musst du jetzt zahlen? Ja, 2, 3 oder so. Super, danke Nico. Danke. Mit diesem Sieg verabschieden wir uns in der Tabelle auf Rang 12 in die Winterpause. Auch noch einen herzlichen Dank an die Kaffeebar Wittek für die Matchballspende.